Moin, moin, meine lieben Zuschauer. Wir kommen zurück zu Lost in Random. Und wir waren jetzt gerade bei dieser Hellseherin, die uns theoretisch auch zur anderen Hellseherin führen soll. Dafür müssen wir aber etwas über diese drei Teppiche rausfinden. Beziehungsweise hat uns drei Rätsel gegeben, die irgendwas mit Teppichen zu tun haben. Da können wir eigentlich nochmal reingucken, glaube ich. Tschuck. Denn wir haben ja das Tagebuch und da steht da der rote Faden, der lila Faden, der blaue Faden. Deren Liebe ihrem Partner stetig wog, bis sie ihn fein hatte, bis kein Platz mehr für die Frau da war und ihr Liebster sich abwandte. Sie suchte ihn immer noch in der Nähe der Vierreiterstraße. So, lass uns versuchen, ob wir die Vierreiterstraße finden. It's like this city is a last resort for everyone here. Gut, wir laufen mal. Was one good thing here at least. Her dislike of the high roller is making even more than motivated to find a way to take him down and earn passage in the bag out of here. Ja, falls ihr jetzt verpasst haben solltet, es war so, dass uns der dicke Fisch halt rausgeworfen hat, weil wir eigentlich nichts konnten. So, da geht irgendwas auf. Gut für uns. Könnten wir mal machen, oder? So, erstmal schieben wir dagegen. Bisschen Kohle. Da habe ich relativ viel Geld, ne? Man sieht so. Aber ich sammle jetzt mal dagegen. Lass mal in die Arena reingehen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, oder? Vielleicht können wir da ja noch irgendwas Cooles gewinnen. Darum geht's rein. Hier ist noch ein Rätsel. Okay, aber lass uns erstmal hier oben hochgehen. Bin gespannt, ob wir da irgendwas reißen können. Oh ja, das ist ein Brettspiel. Okay, das machen wir einfach mal. Oh ja, vorher können wir noch mit Manny sprechen. Der gibt uns vielleicht was. So, Manny, was hast du im Angebot? Schmiedeblende, wenn du mir der Zauber hält. Okay. Haben wir ja schon vorhin. Was ist das denn? Eine Säurekanone. Eine alte Kanone, aus dem kleine Würfel. Was? Eine alte Kanone, aus dem keine Würfelkrieg kommt, ins Spiel und schießt Säurepfeile. Sie wird nach 30 Sekunden aus dem Spiel entfernt. Also, wisst ihr was? Können wir einfach mitnehmen. Wir haben das Geld, ja? Was gab es denn noch da so? Da ist noch so ein Dreier. Ach, den hätte ich mal kaufen sollen. Habe ich vergessen. Das machen wir beim nächsten Mal. Wenn wir die Kohle haben, dann kaufen wir den. Dann sparen wir jetzt ein bisschen Geld. Oder die Vierer nehmen. Mal gucken. So, lass uns mal hier reingehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da was gewinnen können. That man. That was the man who'd thrown even in the garbage in Two-Town. Genau. He was a jerk. Even had to help him all the same. Würfen wir mal. Vier statt Spießrutenlauf. Make your way to the top in order to win. Wir probieren's. Oh, das ist ein ganz schön großes Feld. Aber ich glaube, wir können es trotzdem schaffen. Glaube ich. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, oder? Ich glaube schon. Ja, es sieht super aus. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ziel des Brettspiels ist es, das Ende zu erreichen und die verbliebenen Gegner zu besiegen. Ab und an erscheint eine Karte, der einen Gegner entspringt, um deine Spielfigur aufzuhalten. Hast du diesen Gegner besiegt, verschwindet die Karte wieder. Lande die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Haltbarkeitsblase. Die Haltbarkeit jeder Waffe, die in dieser Blase getragen wird, regeneriert sich. Gut. Dann wollen wir anfangen. Is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Okay. Oh, wieder ein paar getroffen hier. Okay, dann wollen wir mal würfeln. Würfeln. Genau, würfeln. So. So, wir brauchen erstmal ein schönes Schwert. Und einer Bogen im Bauch.
Okay, da treffe ich gerade nichts. Oh, nein, wir erwischt. Dafür. Aber da, oder ich hab eine Idee. So. Okay, wir haben Würfel. So, was haben wir denn noch hier? Hand, der Stand vergibt Evens Wappen. Mach das mal. Und dann haben wir ein bisschen Leben. Also, weißt du was, wir nehmen das Leben einfach mal jetzt. Was soll's? Kann ja nicht schaden. So. Oh, warte. Der ist schon mal weg, der Heini? Sehr gut. Sehr gut. So. Wollen wir den nehmen wir mit und den nehmen wir auch mit. Können wir auch noch mitnehmen hier. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Der ist auch platt, ne? Ja. Haben wir noch mal einen hier? Da gibt's auch. Ach, dieser blöde Appe. Den habe ich nicht gesehen. Na gut. Hättest du was machen können, Dicey. Mal kurz Bescheid geben oder so. Okay, da kommt noch mehr, wie man sieht. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Hm, kriegen wir hin. Okay. Dann müssen wir nur den einen da besiegen, oder? Oh, habe ich getroffen. Okay. So. Was haben wir denn da jetzt? Hm, pass mal auf. Und dann machen wir den nochmal, dann können wir den auch nehmen. So. So, geht schon mal weiter nach vorne, ist schon mal gut. Direkt bei uns. Oh. Oh, da hat er mich. Oh, da habe ich richtig getroffen. So. The blocking enemy has been defeated. The playing piece may advance. Wir brauchen auf jeden Fall Leben gleich. Obwohl. Müssen wir die besiegen? Weiß nicht. Oh, shit! So, wir müssen mal kurz Leben holen. Pass mal auf. Durability bubble in the board game.
Die da hinten sind eigentlich jetzt egal, oder? Okay, da kommen noch ein paar. Die Hälfte der Strecke haben wir ungefähr. So. Und kurz ein bisschen Leben holen. Und unser Schwert können wir auch stärker machen. Machen wir auch. Mal so auf die Glocke lassen wir auch mal durch die Gegend blattern. Blinzeln können wir auch nochmal. Hä? Da. So, komm auf jeden Fall bis da hoch. Ich hol mal kurz ein bisschen Leben hier bei dem. Bleib mal stehen hier. So. Oh. Mann, trifft er mich da mal. So. Müssen wir noch schnell mitnehmen hier. So. Da oben den Heini müssen wir haben, ne? So, da ist aber noch einer, oder? Na, okay, der reicht schon. The playing piece is blocked by an adversary. Ja, wie immer. The adversary to advance. The game is almost over, but who will win? So, mal kurz mitnehmen hier. Dann müssen wir da. Mal gucken, was wir noch hier rausholen können. So, wir nehmen noch. Das Ding. So, dann wollen wir mal gucken. A durability bubble has appeared. Müssen wir hoch. So. Wir brauchen irgendwas Hartes hier. Also auf jeden Fall nur das Ding. Und wir vergiften das auch gleich. Halt. So. Kann man vergiften. So, das ist auch weg. Kommen wir noch schnell ein hier? Das Ding schon mal auf. Ja.
waren's. Okay, wollen wir mal. Machen wir das Schwert ein bisschen stärker. Wir holen uns mal Bögen wieder. Okay. Warte mal. So, gleich mal würfeln nochmal, damit er schon mal einen Schritt weiter gehen kann. Ah, das machen wir so. Obwohl, können wir auch direkt benutzen, ne? Dann benutzen wir das Ding noch. Das ist ganz gut. So. Na los! So. Ah, das ist ein kleines Viech. Da müssen wir noch wegkommen. Schnell mal würfeln, dann müssen wir doch hier durchkommen, durch die Mauer jetzt, oder? Mann, da habe ich immer so kleine Schritte nur. Ja. Bitte immer was Höheres, ja, jetzt. Na gut. 2 ist okay. So, jetzt gehen wir durch die Mauer hier. Puh, gar keine Mauer mehr? Was ist das denn? Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ah, da war. Okay, müssen wir werfen. Wups. Wupp. Muss ich leider nehmen. Das bringt jetzt nicht so viel. Dann machen wir die Haltbarkeit zurück. So. Und den nehmen wir auch nochmal kurz. Das war's, oder? Muss ich trotzdem noch besiegen anscheinend.
Oh, er trifft auch von hammerweit, ne? Reicht's aber, jetzt seid ihr dran, ihr beiden Schwachmaten. So. Dann machen wir unsere. Muss ich leider nehmen? Muss ich leider nehmen? Eine ist weg. Geht doch ganz gut hier mit dem Aufladen. So, letzte Waffe. Todeser. 220, cool. Dann können wir die eine Karte auf jeden Fall besorgen. Das machen wir auch noch. Okay. Was für ein Spiel. Jetzt können wir mit ihm reden. Mal gucken, was er von uns will. Beziehungsweise, was wir von ihm erwarten können. Das ist ja auch ganz wichtig. Dann komm runter. Du hast mich in zwei Stadt in den Müll geworfen. Aus zwei Stadt. Du hast mich Einserin genannt und zur Seite gestoßen. Ich weiß nicht, schmeißt du häufiger kleine Mädchen in den Müll? Letzte finde ich ganz witzige. It's you. Of course it is. Oh, this is awkward, isn't it? Hey, Mr. Lunchbox, me old eye poking friend. Dann wurdest du also von Einsemmel gerettet? Well, I'm a fair sight. I'm glad you did. Easy, easy. Hey, after I tossed you aside, you kept on doing things in Two Town, didn't you? And then you ended up destroying the big bad Royum. Am I right? So now the Queen's top servant in all of Two Town is dead, and I'm the one who could have stopped you from entering the town, but sorta didn't. So I'm the one she's gonna come after. So I fled, but now I'm here. And life's not great, yeah, and my life started getting worse right after I met you, yeah? Man, I don't hate you. Honest, I don't. I want that Queen gone. I think you're the one who's come closer than any of us ever did. And I can tell you don't think much of me, and I guess I don't fault you for that, but I'm glad you saved me all the same. So here, I don't have money, but I do have this lucky thread. I have a feeling you could use all the luck you can get. See you around, kid. Mr. Lunchbox. Huh. Even had helped someone who'd done nothing but be mean to her and been shown kindness in exchange. It's always nice when things work out that way. Even if the reward she was given was a short length of unremarkable and apparently useless purple thread. Na ja, so
Und es ist nicht, den haben wir jetzt. So, dieser unscheinbare und offensichtlich nutzlose lila Faden scheint irgendwie wichtig zu sein. So, den lila Faden haben wir. Fehlt ja eigentlich jetzt noch die anderen beiden Fäden. Ich will auch einmal kurz mit denen hier reden. I can't believe you cheated me. What? No, you cheated me. No, I'm pretty sure you... Hey, it's you! From before! Do you want to play our game? We got all the cheating out of our system now, so we're good. Sicher, das klingt lustig. Machen wir doch mal, oder? That's the spirit! Okay, so you know how to play Gazoo, so we'll just jump right into it. I'll roll the dice and... Gazoo! Also ruft man Gazoo, wenn ein anderer Spieler würfelt? Imagine a game that simple. Okay, your turn. Kann ich mit meinen eigenen Würfeln würfeln? Your own rigged dice, you mean? No, you're gonna roll one of our wee little dice, thank you very much. Okay, ich würfel mit euren Würfel. Ist das gut? It's not bad. Dang, what's your wager? Einen Würfel, eine Karte, einen setzbaren Gegenstand? A stunning move. But will it pay off for a conservative Gazooer? I roll for initiative and... And? And... You lose! Yes! I'm so sorry. And with my inverse wager multiplier and plus 10 card reversal, you actually wagered it all and definitely 100% ultra lost. Was? I'm checking the rules and it says that it's not even possible to lose this badly. So technically, you're also cheating as you lose. The rules say if this ever happens, we're to send them a letter by Raven so they can update the rulebook with a painting of Biggest Loser. Was sind das denn für Regeln? Paid envelope. With a raven. It's not moving. Thanks for the game. Goodbye. Ich habe nichts gecheckt. Lerne das Spiel. Okay. Sollen wir mit denen reden nochmal? I can't believe you cheated me. What? Gewinne das Spiel. No, I'm pretty sure you... Hey, it's you. From before. Do you want to play our game? Sicher, machen wir nochmal. Spiel mal kurz vor. Ist das gut? Is Gazoo good? Please. Did the now extinct Forberg flesh beast eat? Come on now, roll it already. Okay, würfel mal. Ich habe meinen eigenen Würfel mitgebracht, wie eine echte Spielerin. And like any true gamer, you're gonna roll the house dice, kid. Okay. Okay, ich würfle mit euren Würfel. Gazoo! Ja, Gazoo! What? You can't yell Gazoo now unless you're cheating. Hey, do you have a Gazoo card up your sleeve? We haven't even distributed cards yet. Ich habe eine Gazoo-Karte. Should have known a friend of Seymour would cheat like he did. Wait, Seymour cheated? I thought you cheated. Seymour's cheat was to frame me for cheating. My brain. Das ist ein verrücktes Spiel. Okay, keine Ahnung, wie wir das machen müssen. Vielleicht müssen wir nochmal gegen die spielen. Machen wir aber nicht. Jetzt haben wir den lila Faden gefunden. Und als nächstes suchen wir dann noch den... War das der rote und der grüne Faden, oder? Warte mal. Huch. Nee, der rote und der blaue Faden. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Würde ich sagen, Tschüssikowski.